Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Just Cause 3. Ja, wir haben in der ersten Folge haben wir jetzt die erste Mission abgeschlossen. Und mal gucken, wir starten jetzt mal direkt mit der zweiten. Dein Greifarm ist sehr veraltet. Komm zu mir für ein Upgrade. Ja, ich bin ja unterwegs. Zeit für ein Upgrade. Mission starten. Oh, der Aufstand in Medici ist gefährlicher, als du vielleicht denkst. Komm mit. Ich habe da eine Kleinigkeit, die ich dir zeigen möchte. Komm. Wieso habe ich Angst? Ist ein verbessertes Modell. Wir können gleich mit den Tests beginnen. Hast du deinen Fallschirm noch? Sí. Gut. Zum Glück konnten wir die katastrophale Ausfallquote senken. Wir waren vorsichtig, gründlich und auf Sicherheit bedacht. Nicht so wie... Dima. Nicht wie damals in Guatemala. Ich bin nicht für den Feldeinsatz geschaffen, aber du hast mich gerettet. Nach Guatemala sollte ich Bavarium erforschen. Bavarium kommt nur in Medici vor. Sehr seltsam. Abgesehen von seinen magnetischen Eigenschaften kann man es zu einem extrem starken Sprengstoff raffinieren. Oder als Treibstoff verwenden. In den falschen Händen. Oh, Rico, das Bavarium ist in den falschen Händen. Und genau das werden wir ändern. Ich weiß, dass ich mich auf Mario verlassen kann, Dima. Was ist mit dir? Ich habe viele Fehler gemacht, Rico. Vergebung beginnt mit Taten, Dima. Ja, aber ich... Keine Ausreden mehr. Ich werde helfen. Wir treffen uns am Außenposten Guardia Alpha. Du kannst mir beim Test der neuen Ausrüstung helfen. Nett. Schleudertechnik. Greifarm aktivieren, dann beim Einholen Fallschirm öffnen. Ah, gut. Und jetzt nochmal. Ich muss Anfängerglück ausschließen. Puck. Bin ich wohl ein bisschen zu weit geflogen, oder was? Gut, und jetzt komm zu mir nach Guardia Alpha. Auch eine wirkungsvolle Reisemethode, würde ich mal so sagen. Na, ja, es war ein bisschen zu früh gedrückt. Ich hänge jetzt hier und. Hui. Was? Oh. So. Explosion verhindert. Explosion? Sicherheit geht vor. Geht's dir gut? Ja, los. Fangen wir an. Ich sollte in deiner Nähe bleiben, um Fehler in deiner Ausrüstung zu beheben. Was? Du hast doch keine Flugangst, oder? Tch. Ach Quatsch, ein akrophober Agent. Völlig absurd. Oh, das sind Rebellen. Salut. 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 Was hast du mit mir gemacht? Ah. Der Vormarsch der Technologie. Dein Haken wurde auf den neuesten Stand gebracht. Aha, geringeres Risiko von abgetrennten Gliedmaßen. Du kannst jetzt zwei Objekte verbinden und an dich ziehen. Ja, dein Freund Mario hat vorgeschlagen, es Hatschan 03 zu nennen. Aber ich glaube, der Name würde rechtliche Probleme verursachen. Dieser Guardia Alpha wäre doch ein guter Anfang, oder? Zum Beispiel könnte dieses Tor dran glauben. Ja. Dann hättest du Zugang zum Außenposten. Oh, mir ist aufgefallen, dass die Rebellen nicht gut über Zäune klettern können. Falsche Ernährung, würde ich tippen. Ich weiß, dass ihr es nicht leicht hattet, aber das hier ändert einfach alles. Mit dem Teil kann ich den Außenposten auseinandernehmen. Ohne rumballern. Okay.
Umschalttaste halten. Das war's. Ich gehe rein. Okay. Da haben wir doch noch genug zum Verbinden. Ui. Also wie war das jetzt nochmal? Umschalttaste. Ui. Geil. Nice. Also langsam wird es hier, glaube ich, ein bisschen ungemütlich. Erste Ansiedlung von 3 befreit. Super. Haken funktioniert jetzt. Außerdem erbitte ich Unterstützung. Schicke dir neue Koordinaten. Kann die auch mal anständig sprechen? Nicht wie gerade wie ein Roboter oder was? So, wo muss ich denn jetzt hin? Da oben. Ich will ja nicht verbinden, ich will da ja hoch. Wie ging das da mal? Ah! Hui! Zack! So eine schlampige Arbeit. Die Fireball ist durchlässig wie ein Sieb. Ist dieses Netzwerk von Affen entwickelt worden, oder was? Unpraktisch. Na, was soll's? Du hättest mich auch rufen können. Ein Angriff steht bevor. Regierungstruppen nähern sich. Es ist ein Vergeltungsschlag. Für letzte Nacht. Die Rebellen sind in Gefahr. Die Regierungstruppen werden sie gnadenlos überrennen. Das ist tragisch. Und aufregend. Nicht aufregend, jedenfalls nicht der Angriff. Falsch ausgedrückt, eine aufregende Chance, meine neue Erfindung zu testen. Und was ist das? Dient der Vermeidung von Katastrophen. Streck deine Arme aus. Nein, so. Hat die gerade ihr Tablet weggeworfen? Was zum Teufel soll das werden? Hm? Fertig. Du hast jetzt ein Wingsuit. Praktisch zum Gleiten. Am besten startet man direkt am Abhang. Wow, wow, wow. Weg zur Brücke. Ich hoffe, es funktioniert. Für uns beide, Rico. Ja, sonst, ich hab ja, glaube ich, noch den Fallschirm, oder? Wir müssen alles wieder ins Lot bringen. Hui! Hey, Dima! Was ist? Ich hab doch eh gedrückt! Mann! Was ist denn das? Ich nehme gleich den Fallschirm, verdammte Kacke. Okay, nochmal. Also, muss ich jetzt nicht verstehen? Hey, Dima! Dieser Wingsuit ist nicht übel!
Okay, wenigstens konnte ich mich mit dem Enterhaken noch retten. Oh, da sind Regierungstruppen. Oh, nur noch ein Schuss mit der Panzerfaust. Habt ihr ein experimentelles Gerät GI-64 gegeben? Eine Bavarium-basierte Haftbombe. Dann fangen wir mal mit der Brücke an. Ja, wie lege ich die jetzt, die Bombe? Eins. Ich bin jetzt unterwegs zum Aussichtspunkt. Die Ravellus-Truppen nähern sich schnell. Bitte beeil dich. Wie nehme ich jetzt hier den... Ich will da hoch. Geht doch. Der Konvoi kann kommen. Okay. Die Ravellus-Armee wird sich fragen, was passiert ist. Geschafft! Du solltest jetzt eine coole Bemerkung machen, oder... Warte, mehrere Helikopter nähern sich. In der Nähe sind zwei Bodenluftraketenbatterien. Markiere Position, empfehle Umprogrammierung. Echt? War da nur der eine? Greife jetzt auf Kommandofeld von Rakete zu. Batterie ist unter Kontrolle. Jetzt auf die andere Seite. Beeil dich! Wo ist die andere? Die andere, wo ist die andere? Da unten. Hui. Nur noch 21 Sekunden. Helikopter sind hier. Keine Zeit, die Raketen zu aktivieren. So, schnell noch den. Okay, das war's. So macht man sich Freunde. Gute Arbeit, Dima. Danke, dass du mein Testsubjekt warst. Wir reden später. Bitte kommen, Rico. Ich bin's, Mario. Mario Frigo. Erinnerst du dich an das Haus meiner Grandmadre? Sie kocht heute Abend. Du musst kommen. Over. Over. Woher hast du ein Funkgerät, Mario? Was? Das haben wir hier alle. Außerdem musst du over sagen. Over. Wir? Ich will die Waffe haben. Over. Mach dir keine Gedanken über Funkgeräte. Grandmadre kocht schon. Sei pünktlich. Over. Zack. Ich hätte nicht ein Auto nehmen können. Bin ja schon auf dem Weg, Alter.
Zack. Rico, bist du das? Ja, ich bin's, Gran Madre. Dünn bist du geworden. Sagst du Mario bitte, dass er diesen Schrott von meinem Rasen schaffen soll? Certo, Gran Madre. Gran Madre mag wohl das Auto nicht. Ja, sie mochte es noch nie. Du hast es nie fertig gemacht. Ich habe auf dich gewartet. Ich bin nicht sauer, okay? Dass du gegangen bist. Mario, ich hatte keine andere Wahl. Weißt du, ich habe mir solche Gedanken nie gemacht, Rico. Aber es gibt einen Unterschied zwischen etwas betrachten und etwas sehen. Wenn man Medici betrachtet, ist es wunderschön, ein Juwel unter der Sonne. Aber wenn man Medici sieht, dann ist es total verrottet. Mario, wirst du jetzt zum Philosophen oder was? Nein, so ist das nicht. Seit einer Weile helfe ich den Rebellen. Aber ich bin nur ein kleines Licht, wir sind keine Armee. Du hast die Angriffe auf die Ravello gesehen. Die Rebellen sind abgehauen. Sie haben sich versteckt. Das war echt peinlich. Mario, Rico, das Essen ist fertig. Gran Madre, wir sind sofort bei dir. Gib uns nur eine Minute, bitte. Mario, Respekt. Sie ist fast taub. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe einen Plan. Die Ravello kontrolliert alle Dörfer und Städte. Und ohne seine Stützpunkte ist er am Ende. Wir rekrutieren Einheiten und bauen eine Armee auf. Ich werde Manea befreien. Übertreib nicht gleich, Rico. Das tue ich nicht. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir in der Lage sind, ihre Dörfer zurückzuerobern. Und außerdem zerstöre ich Vis Electra. Das ist total verrückt. Es ist Zeit, ihm den Saft abzudrehen. Die Ravello hat die Anlage gebaut in 3-4 Monaten. Ich verwandle sie in eine qualmende Ruine in weniger als einem Tag. Egal, was du tust, wir sind dabei. Und egal, was du zerstörst, wir bauen es wieder auf. Bon. Muy bon. Jungs! Aber das ganze Gequatsche vertreibt nicht das Knurren aus meinem Magen. Na dann los. Jo, Mission abgeschlossen. Ja, dann beende ich doch mal die Folge hier. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.